Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Erstmal frohe Weihnachten. Heute mit einem ruhigen, chilligen Video. Ich habe eine Box am Start, passend zu Weihnachten, von King's Loot. Mehr zu denen unten in der Beschreibung. Und dann, ihr wisst, jede Box oder mit jeder Box pushen wir ein paar Pokémon. Und jetzt mit dem Weihnachts-Event pushen wir natürlich ein paar Weihnachts-Pokémon. Ich überlege mir noch, während ich die Box aufmache, ob ich zwei oder drei pushe und maxe. Auf jeden Fall Rosano und Damioplex. Sehr passend zu Weihnachten. Und dann überlege ich mir, ob ich noch ein drittes Pusher. Auf jeden Fall, ja. Schöne Feiertage wünsche ich euch. Ist momentan Doppelstaub-Event, aber nur fürs Fangen. Was an sich schon ziemlich schwach ist, aber ja, es sind auch Feiertage und Weihnachten. Hat Niantic wahrscheinlich auch so mit Absicht gemacht, damit die Leute jetzt nicht rausgehen und suchten. Stattdessen zu Hause bei der Familie bleiben. Wir fangen an mit einem, was ist denn das? Eine Star Trek-Figur, so Lego-mäßig. Alles klar. Oh, Bender. Der gute Ranger, das hätte ich gerne gehabt. Aber okay. Eigentlich an sich ist immer eine Box am Start. Was heißt Box? Eine Figur. Und natürlich ist auch immer ein Shirt am Start. Und meistens habe ich keine Ahnung vom Motiv. I survived the nuclear war and all I found in the rubble was this. Alles klar. Ich check da gar nichts. Wir haben eine Tasche. Oder ein Beutel. Von Starbound. Ui, was ist denn das, Mann? Gaia. Starbound, achso. Starbound, der war toll. Irgend Plüsch. Coole Sache. Sehr plüschig. Ich kenne jetzt Starbound nicht. Sehr plüschig. Wir haben ein kleines Armbändchen. Solid Snake. Shoutout an Snake. Und Serious Sam. Schlüsselanhänger. Oh, was sogar noch was? Oh, da ist noch eins. Ein Foxhound und ein Solid Snake Armband. Und ein Cookie. Ja. Vielen Dank an King's Loot. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung, so wie immer. Jeden Monat eine Box mit, ja, mit diesem Zeugs. Und jetzt werde ich wahrscheinlich doch nur Damioplex und Rosana pushen. Okay. So. Das Dodo fangen wir jetzt nicht. Pushen wir ein paar Pokémon. Ich habe hier übrigens noch einen 96er gefangen. Ich habe jetzt drei 96er Heatran. Leider kein 98er oder 100er. Ich habe auch endlich mal ein 10 Kilometer Ei aus der Adventure Sync Belohnung bekommen. Schreibt unten in den Kommentaren, wie es bei euch heute so aussah. Problem ist halt momentan, gibt es halt nicht nur Geolo und Shinux garantiert in den 10ern, sondern noch ein paar andere Sachen. Aber im Großen und Ganzen ist es immer noch besser als ein normales 10er Ei. So, Rosana heißt nicht Rosana auf Englisch, sondern Jinx. So, relativ low. Ich habe diese Rosana übrigens gefangen am 22.02. letztes Jahr, also dieses Jahr, an meinem Geburtstag. Ich erinnere mich noch ganz genau, da hatte ich noch kein 100er Rosana. Da haben alle mir geschrieben, Euda Hong, perfekt, krasses Geschenk, 100er Rosana. Das war direkt hier, die Straße runter bei mir. Ja, und dann haben wir uns das geholt. KP Attack Defense 15. Also ein sehr besonderes Rosana. Und das powern wir jetzt mal. Auf Max. Rosana an sich ein sehr guter Eisangreifer. Aber auch sehr schwach. Also hält nicht viel aus, eine Glaskanone. Aber darüber sollte man sich jetzt nicht allzu viele Gedanken machen. Denn wir wissen, Mamutel ist der King, was Eis anbetrifft. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Mamutel kommt. Jetzt während des Events könnt ihr natürlich fleißig und saftig Quiekelbonbons sammeln. Und wahrscheinlich auch einen Sinnohstein zur Seite legen. Also jetzt nicht einfach alle verschwinden. Wobei bis dahin sollte man wahrscheinlich schon mehr bekommen. Hab jetzt von ein paar Zuschauern gestern im Livestream gehört, dass... Alter, das Teil vibriert. Mein Charakter läuft wahrscheinlich wieder die ganze Zeit irgendwo rum. Und wenn es vibriert, dann spawnen irgendwelche Pokémon. Auf jeden Fall, gestern im Livestream haben ein paar berichtet, dass sie gefühlt mehr Sinnohsteine bekommen. Ist natürlich nur ein Gefühl. Nichts bestätigt, nichts gehört. Mal kriegt man mehr, mal kriegt man weniger. Ich habe einen Kollegen, der hat zwei gleichzeitig bekommen, aus einer Belohnung. Schon ziemlich heftig. Ich habe jetzt auch 7 oder 8 angesammelt. Demnächst ein Video, wo ich alle möglichen Sinnohsteinentwicklungen jetzt mache. Und dann hoffentlich kommen dann demnächst mal neue. So. Ich weiß gar nicht, wie hoch die geht auf Max.
Aber man hat ja natürlich eine Menge Bonbons am Start. Und früher habe ich natürlich, bevor es Tauschen gibt, immer die Cosilla für EP weiterentwickelt. Und Electek und Muffy und sowas. Aber jetzt behalte ich ja natürlich alle Babys. Solltet ihr auch machen. Zum Tauschen für Lucky Babys. Weil ich kann auch alle Lucky Babys gebrauchen, außer Togepi und Merrill. Die habe ich auf der MAG 2018 mir ertauscht. Merrill, also Azuril Baby, habe ich mit Tenmago getauscht und das Togepi von Nico, ein Zuschauer. Ich habe allgemein da eine Menge getauscht. Also ich freue mich auf das nächste Event, wo ich eine Menge tauschen kann. Weil die Tage kommt ein Video-Update zu meinem Glücks-Pokémon und da fehlt halt echt nicht mehr viel. Ich bin gerade echt richtig heiß drauf, weil ich bin im Endspurt, was den Pokédex, Lucky Pokédex anbelangt. Also Endspurt in Klammern, weil die Babys alleine sind schon 11, glaube ich, die mir noch fehlen. Und dann Legendäre sind, glaube ich, auch so 11, 12. Also an sich ist es noch viel. Und dann jetzt zum Beispiel von den neuen vom Weihnachtsevent. Ich habe die nicht mal als Dex-Eintrag. Den Frosch und den Fisch und das Zahnrad. Also ja, das kann auch dauern, weil ich habe die nicht mal als Dex-Eintrag und die brauche ich noch als Lucky. Und dann natürlich so Sachen wie Kripok und Ninja Tom. Kripok ja jeder Account nur einmal bisher. Und Ninja Tom 4, vielleicht 5, kommt drauf an, wann man sich das geholt hat. Lucky Gosan habe ich zum Beispiel nicht, weil ich brauche ja Lucky Cosilla, deswegen habe ich nicht mal probiert, Lucky Rosana mir zu holen. Weil das ist ja doppelt gemoppelt. Was will ich mit einem Lucky Rosana, wenn ich noch einen Lucky Cosilla brauche? Und dann kann ich das Lucky Cosilla einfach weiterentwickeln. Dementsprechend diese ganzen Sachen, Magma, Electek und sowas, zähle ich gar nicht dazu. Alles, was ein Baby hat, habe ich wahrscheinlich nicht als Lucky. Außer ich habe halt das Baby. So. Ah oh ja, ich habe nicht mehr allzu viel zu labern. Und wir haben da noch ein paar, zumindest eins noch. Und dann hier natürlich noch eine Weile. Oh, kommt schon relativ hoch. Aber über 2, wobei 2,5. Über 2,5, nee, über 2,5 kommt die nicht. Man kann jetzt natürlich immer sehen, wie hoch das Pokémon nach dem Pushen sein wird. Aber ist uns relativ egal, wir maxen es eh. Ich habe jetzt nicht vor, irgendein Pokémon auf genau unter 2,5 oder sowas zu lassen. Ich weiß nicht, wie nennt man das auf Deutsch? Auf Englisch heißt es OCD. Kann ich jetzt nicht so genau beschreiben, aber sowas nicht zu beenden und nicht fertig zu maxen, das würde mich verrückt machen. Auch wenn es jetzt krass für die Liga oder so wäre, kann ich nicht machen und es kommt tatsächlich über 2,5 noch. Ich muss es fertig pushen. Muss einfach. Es kommt genau auf 2,5, Klaus. Also es kommt noch höher, aber es hätte auf 2,5 kommen können. So. Letzter Push. 2,5,3,6. 100er Rosana. Oh. Sorry, jetzt letzter Push. 2,5,5,5. 100er Rosana. Gefangen an meinem Geburtstag. Attackentechnisch weiß ich jetzt nicht Bescheid. Ich habe auch nicht vor, momentan bei jedem Pokémon das beste Booster rauszuholen. Weil TM-technisch bin ich da knapp bei Kasse. Glaubt man kaum, aber ich habe in letzter Zeit sehr wenige Items bekommen. Sehr wenige TMs. Ich habe mal normal angegeben, weil ich habe keine Ahnung, wie Damiaplex auf Englisch heißt. Und da muss ich wahrscheinlich sehr weit runter. Denn ich habe es in der Safari-Zone Prag erst gefangen. Das war, nee, nicht Prag, Amsterdam, Amsterdam. Das war 2017 irgendwann. So. Oh nee, ich habe danach noch eingebrütet. Warte mal. Genau hier irgendwo. München, nee. Ja, hier gebrütet. Hatched. Aber das ist der aus Amsterdam. 1360. Problem ist, ja, der hat mehr. Dementsprechend maxen wir mal den hier. IV-Check für euch, bester Satz. KP, Angriff, Defense 15. Ja. Usana
Haben ein paar Leute auf Max, wie gesagt, ist kein schlechter Eisangreifer. Kann man schon mal gebrauchen, aber denke mal nicht, dass so viele Leute einen Damian Flex auf Max haben. Aber dafür sind wir ja da. Ich meine, was macht man sonst mit dem Staub? Ja, man kann die Attacke freischalten, aber ganz ehrlich, brauche ich nicht. Noch nicht. Kann natürlich irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, wo ich die brauche. Aber momentan habe ich andere Ziele im Spiel. Andere Sachen, die mich motivieren, am Ball halten. Und das ist eben, jedes Pokémon einmal auf Max zu pushen. Wahrscheinlich kommt auch irgendwann der Zeitpunkt. Kommt davon, wie sie es mit dem Staub in der Zukunft machen werden, weil so kann es ja nicht weitergehen. Aber falls irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo ich und wir so lange noch spielen werden, wo ich jedes Pokémon auf Max habe und ihm dann wahrscheinlich die Attacke beibringen werde. Also ich habe jedes Pokémon auf Max und dann habe ich halt nichts mehr zu tun und werde Staub sammeln, um jedem Pokémon noch die Ladeattacke freizuschalten. Könnte natürlich irgendwann mal so kommen, aber ich denke nicht, weil so viel Staub würde ich niemals machen. Am 31. kommt ein Video. Am 1. 31. ist, glaube ich, so ein Rückblick durch das Jahr nochmal. Aber am 1. da kommt so ein Video, wo wir uns mal anschauen oder uns überlegen, was ich für Ziele habe fürs nächste Jahr. Pokémon-technisch und YouTube-technisch und privat-technisch. Schauen wir mal. Könnt ihr dann ja auch gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr euch so fürs neue Jahr vorgenommen habt. Habt ihr vor, zum Beispiel auf Level 40 zu kommen? Habt ihr vor, die 50, 60, 80 Millionen, 100 Millionen zu knacken, EP? Oder habt ihr vor, da 100 goldene Arenen zu knacken? All dies, das. Hebt euch das auf fürs nächste Video dann. Also für das Video am 1. meine ich. Ich habe auf jeden Fall vor, was habe ich vor? Was kann ich euch verraten? Wahrscheinlich 200 Millionen EP. Sollte ich machen. Sollte machbar sein. Sollte ich schaffen. So. Da haben wir jetzt ein 100% Max Damiaplex. Wenn es sich laggen würde, wollte ich sagen. 2164 Damiaplex Max. Falls jemand Bock hat, kann er gerne das beste Moveset runterschreiben für Damiaplex. Dann ändere ich es vielleicht irgendwann mal. Ihr seht, ich habe 4 Charge Terms. Das war's. Das war's von mir, Leute. Euch noch ein schönes Fest und ein schönes, saftiges Event, falls ihr das irgendwie nutzen wollt oder könnt. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Wie immer liken, subscriben, nicht vergessen. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.